Hallo, ich bin Robert von Babyborn und heute möchte ich dir einen Buggy vorstellen aus der Serie Lightrex, und zwar von der Firma Joey, und zwar den Lightrex E. E ist einfach ein einfacher, minimalistisch gehaltener, abgespeckte Variante von den anderen Lightrex-Produkten. Dadurch ist er auch um einiges günstiger. Wir haben aber trotzdem natürlich altbewährte Highlights von den Buggys, die wir hier mit drin haben. Wir haben zum Beispiel hinten halt wirklich eine Einhandverstellung der Rückenlehne, und zwar ist sie hier diesmal stufenlos. Ihr könnt also wirklich anhand dieses Bandsystems auf jeder Stelle anhalten, auf die Position, wo du dein Kind halt eben ganz gerne haben möchtest. Wir haben wieder ein schönes großes Dach mit einer Sonnenblende und einer Belüftung hinten mit dabei. Der Griff ist hier mit so einem Moosgummi ausgestattet. Die Räder ist ein Gummirad, also wir haben keine Luftbereifung hier mit dabei, also wir bekommen keinen Platten. Wir haben wieder einen großen Korb vorne mit drauf und natürlich auch die bewährten Buggy-Räder, die vorne schwenkbar sind und auch arretierbar. Innen drinne haben wir halt eben den klassischen 5-Punkt-Gurt, den ihr in verschiedenen Höhen auch nochmal dem Kind anpassen könnt. Und vorne ist der Spielbügel, den ihr mit zwei Knöpfen einfach ganz normal lösen könnt. Wenn ihr den Wagen noch ein bisschen aufmotzen möchtet, gibt es bei uns im Fachhandel sicherlich noch schöne Sachen, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Ich habe euch mal was mitgebracht. Hier haben wir nämlich aus unserer BO-Serie solche Rückenauflagen, wenn du das Ganze auspolstern möchtest. Je nach Jahreszeit bieten sich natürlich auch dort Fußsäcke an. Oder halt eben solche Sachen wie halt eben für den Sommer gibt es Moskitonetze von uns und verschiedene Sonnensegel. Ihr habt da also wirklich noch Möglichkeiten, den ganzen Wagen noch etwas aufzupimpen. Kommen wir zum Finale noch einmal, dass ihr den Buggy natürlich auch zusammenklappen könnt. Wir wollen euch das jetzt nicht verheimlichen. Und zwar haben wir hier die bewährte Einhandfalltechnik. Ihr habt einen Druckknopf und ein Zugband hier drin. Beides wird betätigt und dann könnt ihr an einer Hand den Buggy schon halt zusammenklappen. Wenn du ihn zusammendrückst, arretiert er auch und schon ist er startklar für den Transport im Auto, in der Bahn. Vom Gewicht ist er sehr leicht. Ich denke, ja. Da kann jeder mit gut umgehen. Wenn ihr ihn aufklappen wollt, hat er an der Seite hier immer noch mal so einen Schnapper. Den löst ihr, klappt das Ganze nach oben auf, kontrolliert nach und schon seid ihr startklar und mobil.